Hallo und herzlich willkommen an alle, die live dabei sind und auch an alle, die sich die Aufzeichnung später angucken werden. Hallo, herzlich willkommen im Online-Kurs. Herzlich willkommen im Sleeping Giant. Das Sleeping Giant ist ein Herzensprojekt von mir. Und zwar aus dem Grund, dass ich in den letzten Jahren auf dem ganzen Coaching-Markt festgestellt habe, dass es so viele Leute da draußen gibt mit so vielen verschiedenen Ratschlägen. Gerade in der Business-Welt, es gibt zigtausend Marketing-Berater und Berater hier und Vertrieb da und Businessaufbau hier und so weiter. Und das kann sehr, sehr verwirrend sein. Und ich glaube, vom Menschenbild her, wenn man das so richtig runterdestillieren wollte, zu dem Punkt, wo finde ich wirklich die Antworten, die für mich passen? Wie lebe ich denn ein Leben, wo ich wirklich glücklich sein kann? Wie erreiche ich denn wirklich meine Ziele? Und nicht nur, der eine erzählt mir, hier erreichst du deine Ziele dadurch. Der nächste erzählt mir, hier erreiche ich meine Ziele dadurch und so weiter. Ist mir klar geworden, und das erlebe ich auch selbst so, dass die wahren Antworten, also da, wo wirklich das richtig geile Zeug passiert, diese Antworten liegen alle schon in uns drin. Die sind alle schon da. So ist das Programm Sleeping Giant geboren. Und Sleeping Giant heißt, dass in uns allen drin dieser riesig große Gigant ist, dieser Giant ist, der die Antworten weiß, der den Weg kennt, der eigentlich ganz genau weiß, was er will, der weiß, wie er da hinkommt. Aber wir sind im Stress des Alltags manchmal so mit unseren eigenen Gedanken oder Problemen beschäftigt, dass es echt schwerfällt, mal innezuhalten, zuzuhören und die richtigen Fragen zu stellen und dann auch die Antworten zu bekommen, die wir brauchen, um unser Leben zu verbessern. Und deswegen ist Sleeping Giant jetzt nicht nur ein Online-Kurs, wo ich dir ganz viel erzähle und ganz viele Impulse und Input reinpacke, kommt auch ein bisschen dazu, sondern wir werden viele Übungen zusammen machen. Und deswegen, wenn du hier bist, auch jetzt für alle, die live dabei sind, wenn ihr könnt, holt euch euer Tagebuch, also oder irgendein Notizbuch, ich benutze halt Tagebuch, weil wir werden einiges schreiben heute. Also ihr werdet einiges schreiben, ich mache mit natürlich. Aber es wird viel geschrieben und wenn möglich, zieht euch auch an den Ort zurück, wo ihr in Ruhe seid, wo euch keine Menschen stören, weil wir werden auch so ein paar meditationsmäßige Übungen zusammen machen, wo es ganz gut ist, ein bisschen Platz zu haben und wo nicht andauernd Onkel, Tante, Mutter, Hund, Katze oder so reinkommt und einen abhält von dem, was man hier gerne machen möchte. Es wird im Laufe dieses Kurses werde ich ganz viele verschiedene, auch nicht nur heute an der Kickoff, sondern auch nächsten Mittwoch, übernächsten Mittwoch, die Woche drauf, Mittwoch und so, alle möglichen verschiedenen Reflexionsmethoden vorstellen. Methoden heißt, da geht es darum, Meditationen zum Beispiel zu erlernen, bestimmte Arten von Meditationen. Es geht darum, gewisse Tagebuchübungen zu machen in einer bestimmten Art und Weise, sodass die auch wirklich helfen. Und die werde ich alle kurz vorstellen. Wir werden die live zusammen machen. Und da gibt es nachher in dem Online-Kurs zu jeder einzelnen Methode, zu jeder einzelnen Art und Weise, wie man reflektieren kann, auch nochmal ein separates Video, so einen kleinen Input, um das zu festigen. Weil ich am Ende, also mein Traumbild von dem Kurs ist, dass du am Ende eine ganze Toolbox hast von Möglichkeiten, um deine eigene Lösung zu finden, um deine eigenen Probleme zu lösen, um dir das Leben aufzubauen, wie du das möchtest und unabhängig bist oder weitestgehend unabhängig bist von irgendwelchen Beratern oder Coaches oder so, sondern selber in der Lage bist, zu finden und zu suchen. Und deswegen lass uns mit der ersten Übung anfangen, die erste Frage. Und die Reflexionsfragen, die ich heute stelle, deswegen zückt euch schon mal hier Tagebuch und Stift, immer eine gute Idee. Und der Trick bei diesen Reflexionsfragen, die ich heute stellen werde, ist, fangt an zu schreiben, wenn die Zeit losgeht. Also ich sage Start und dann sage ich irgendwann Stopp und hört einfach nicht auf zu schreiben. Also denkt nicht so viel nach, denkt nicht so viel aktiv, so was ist jetzt richtig, was ist falsch und schreibt es auf, sondern fang einfach an zu schreiben, was kommt. Und wenn du irgendwie hängst, dann liest du die Frage kurz nochmal durch und dann lege ich wieder einfach los. Und im Ernstfall sozusagen schreibst du einfach, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Total egal, Hauptsache du kommst ins Schreiben und bist nachher ganz überrascht wahrscheinlich, was so aus unserem Unterbewusstsein sich da so automatisch aufs Papier kotzt und uns hilft, Antworten zu finden, die wir vielleicht rational gar nicht gesehen hätten. Die erste Frage ist, und die ist jetzt bezogen auf den Sleeping Giant für heute, und es geht gleich los, ich mache Musik im Hintergrund an, 3 Minuten, was soll sich in meinem Leben als Folge von diesem Programm von Sleeping Giant verändern? Also setz eine klare Intention, eine klare Erwartung. Ich sage sofort los und dann geht's los. Was soll sich als Folge von Sleeping Giant ganz konkret in deinem Leben verändern? Also ich sage los und dann 3 Minuten. Los.
Minute. Hey, die Zeit ist rum, tippte runter. Und was passieren kann bei solchen Übungen ist, wenn man sich wirklich vornimmt, durchzuschreiben, sich nicht ablenken zu lassen und wirklich einfach fließen lässt, was da kommt, dass einem ganz viele neue Dinge bewusst werden, die einem vorher noch gar nicht so bewusst waren. Und eine klare Intention zu setzen, eine klare Erwartungshaltung aufzuschreiben, wie zum Beispiel für so einen Kurs, kann ein riesen Changemaker sein. Also einen riesen Unterschied machen zwischen, ich nehme irgendwas mit und ich verändere wirklich was und in meinem Leben tut sich was oder halt nicht. Die allermeisten Menschen kommen an diesem Punkt gar nicht vorbei, sich klare Ziele zu formulieren, sich klare Dinge nicht nur vorzunehmen, sondern eine Erwartungshaltung, eine Richtung, ein Ziel, einen Kurs zu haben, wo es entlang geht, wo ich mich darauf fokussiere und dann die Grundvoraussetzungen so schaffe, da überhaupt hinzukommen. Und gerade so ein Kurs, der total vollgepackt ist mit Mehrwert, ist ganz wichtig, sich vor mir hinzusetzen, wenn das jetzt der teuerste Kurs der Welt gewesen wäre und ich hätte den jetzt für teuer Geld gekauft, wie würde ich hier sitzen? Was will ich mitnehmen? Und wo soll mich das hinführen? Also eine klare Intention. Jetzt geht's los mit der ersten Übung. Und die erste Übung, also im Grunde ja die zweite Übung, die erste Übung heißt Priming. Priming, ich habe das gelernt von Tony Robbins. Priming heißt psychologisch gesehen, dass wir unseren Körper, unsere Emotionen und unser Gehirn vorbereiten auf irgendwas, was es dann später im Leben auch erleben soll. Und in dem Fall heißt Priming jetzt, wir üben positive Gefühle, wir üben positive Emotionen, wir üben unseren Körper in eine Grundvoraussetzung zu bringen oder in einen State zu bringen, wo wir vielleicht dann im Alltag, wenn Dinge uns schwerfallen, wenn wir Probleme haben, wenn wir Herausforderungen haben, auch in der Lage sind, immer schneller, vielleicht sogar super schnell mit so 2, 3 Techniken, uns wieder gut zu fühlen, wieder motiviert zu sein, okay? Und Priming, es wird wahrscheinlich so um die 10 Minuten gehen, diese Übung, vielleicht sogar ein bisschen länger, ist eine Mischung aus ein paar Atemübungen, Atem und Bewegung, aus Ruhe, aus Meditation, aus Übung von Dankbarkeit. Und deswegen macht mir einfach nach am Anfang, wir fangen mit einer Atemübung an. Ich sag mal, die erste Runde ist vielleicht ein bisschen komisch, ein bisschen awkward, wenn man das nicht kennt. Macht mir einfach nach. Und dann in der zweiten, dritten, vierten Runde, das sind ungefähr 4 Runden, die wir heute machen, werdet ihr ein paar Effekte spüren und euch an diese Bewegung, an die Dinge gewöhnen. Legen wir los mit der ersten Übung für heute, Priming. Setz dich aufrecht hin. Einfach da, wo du sitzt, auf deinem Stuhl, setz dich aufrecht hin. Schließ die Augen, beide Füße auf dem Boden. Und atme so 2, 3 Mal richtig tief durch. Nase ein, durch den Mund aus. Für die erste Atemrunde nehmen wir bei der Einatmung die Arme nach oben. Beim Ausatmen husten wir die Luft ganz kräftig durch die Nase aus und nehmen dabei die Hände runter. Also das sieht dann so aus wie eine kontrollierte Hyperventilation. Also macht mir gerne nach für die ersten Runden, ca. 30, 35 Atemzüge. Leg die Hände mit den Handflächen nach oben auf deinen Schoß. Fühl einfach mal rein,
was du gerade so spürst in deinem Körper. Gleich so ein kleines, kribbeliges Gefühl im Kopf. Du merkst, wie du gerade wieder frisch durchblutest. Du wirst vielleicht ein bisschen wacher. Fühl gerade einfach mal rein, wie es dir wirklich geht gerade. Bist du noch Gefühle von Stress und Trauer, Schuld? Oder merkst du vielleicht gerade, dass sich gerade alles ein bisschen leichter anfühlt als gerade eben noch? Probier das gar nicht, sondern fühl einfach mal rein, wie es dir gerade wirklich geht. Zweite Atemrunde. Ja, die Handflächen auf den Schoß legen. Konzentrier dich gerade mal darauf, was gerade passiert in deinem Körper. Du, vielleicht spürst du schon kleine Gefühle von Leichtigkeit im Kopf, vielleicht sogar so ein bisschen glücklich sein. Spür, wie du wacher wirst, leichter. Und jetzt für einen Moment geh mal in eine Situation zurück, wo du so richtig, richtig, richtig glücklich warst. Dankbar. Vielleicht ist das ein Moment gewesen aus dem Sport, aus dem Job, aus dem Beruf, privat, Beziehung, Familie, Urlaub, irgendwas. Ein Moment, wo du so richtig glücklich warst. Wenn du dir die Situation vorstellst, fühl mal rein, wie du dich damals gefühlt hast. Was du gedacht hast, was du gesehen und gehört hast. Und nur für ein paar Sekunden spür, wie du das gleiche Gefühl gerade auch wieder bekommst, das gleiche Gefühl von Dankbarkeit, von Glück. Jetzt leg die Hände wieder mit den Handflächen nach oben auf den Schoß und reise in eine andere Situation, wo du auch richtig glücklich warst, wo es dir richtig, richtig gut ging. Es kann heute passiert sein, es kann lange her sein, komplett egal. Aber wo du das Gefühl hattest, das Leben ist richtig gut. Und auch da, geh rein in dieses Bild, fühle die gleichen Sachen, die du gefühlt hast. Spür, wie plötzlich es keinen Unterschied mehr macht, ob das Vergangene ist oder Zukunft, weil du jetzt gerade dieselben Gefühle fühlst. Und du plötzlich auch wieder glücklich bist. Wir machen eine letzte Runde. Die Hände auf dein Herz und spür einfach mal für ein paar Sekunden dein Herz. Spür, wie es schlägt, wie kräftig es schlägt. Vielleicht gerade auch ein paar Schläge schneller als sonst. Und werd dir für einen Moment bewusst, wie lange dein Herz dich schon begleitet und wie kräftig dich mit Blut versorgt, mit Sauerstoff den ganzen Tag. Und auch emotional, was dein Herz dich schon gebracht oder motiviert hat, was für schöne Momente du schon hattest, was für schöne Gefühle du gefühlt hast. Und für ein paar Mal sage laut oder sag es in deinem Kopf, sag einfach Danke.
Danke. Du sagst das gerne laut. Wenn nicht, sagst du in deinem Kopf, aber sag immer wieder Danke. Danke für alles, was du schon erlebt hast. Danke. Danke für das, was du noch erleben wirst. Danke. Und jetzt mit diesem Gefühl von Dankbarkeit und mit den Erfahrungen gerade aus, wo du dankbar und wo du glücklich warst aus der Vergangenheit, reise doch mal 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre in die Zukunft und stell dir vor, nur für ein paar Sekunden, nur so als Spiel, stell dir vor, dass du das erreicht hast, was du gerne erreichen möchtest. Dass du gerade das Leben führst, was du gerne führen möchtest. Dass du gerade den Geldbetrag auf dem Konto hast, den du gerne hättest. Stell dir vor, dass du an dem Ort lebst, wo du gerne leben würdest. Dass deine Beziehungen auf dem Level sind, wo du sie gerne hättest. Stell dir einfach vor, du hast alles geschafft. Du hast es gerade, du besitzt es gerade, bist es gerade. Und jetzt mit demselben Gefühl von Dankbarkeit und von Glücklichsein, guck dir dieses Bild einfach mal an. Und auch da sagt er Danke. Und tief durch und sagt Danke. Sicher, öffne wieder die Augen, bleib wieder hier. Okay, das war eine Priming-Übung. Eine Übung wie diese, vielleicht sogar genau die Übung oder diesen Abschnitt aus dem Video heute, kannst du jeden Tag machen. Morgens, mittags, abends, mehrere Male am Tag. Aber fang mal an, wenn dir das gut getan hat, wenn du gerade gemerkt hast, dass du wirklich dich besser gefühlt hast, leichter gefühlt hast, glücklicher gefühlt hast, das in deine Tagesroutine einzubauen. Ich sage nur aus eigener Erfahrung, wenn du morgens aufwachst und eines der ersten Sachen ist, dich in so eine positive Emotion zu bringen, bereitest du dein Gehirn darauf vor, mehr positive Sachen zu denken. Bereitest du deinen ganzen Körper darauf vor, mehr positive Sachen zu fühlen. Und dementsprechend bereitest du deinen ganzen Körper, dein ganzes System darauf vor, mehr positive Sachen zu machen und zu erleben. So, jetzt möchte ich euch ein bisschen Input geben. Schüttel gerne mal kurz so ein bisschen die Entscheidung und das Glücklichsein und so mal so ein bisschen ab. Kann man auch wirklich, also Emotionen, Gefühle sind körperlich. Das heißt, auch Umgang mit Stress und mit negativen Emotionen, die machen wir sehr oft in unserem Kopf aus. Wir zerdenken Gefühle. Gefühle wollen gefühlt werden. Gefühle wollen nicht zerdacht werden. Und das heißt, gerade bei Anspannung, Druck und Stress lohnt es sich wirklich auch körperlich, mal alles abzuschütteln. Säugetiere haben einen eingebauten Mechanismus übrigens, um Cortisol, Stresshormone abzubauen. Die schütteln sich. Jeder Hund, wenn er gestresst ist nach einer Zeit, schüttelt alles ab. Und wir Menschen, wir wollen halt nicht so bekloppt aussehen, deswegen machen wir es nicht. Wir gewöhnen dir das an, das ab und zu mal zu machen. Okay, ein paar Sätze von meiner Seite zum Thema, was ist jetzt dieser Sleeping Giant eigentlich? Also ich rede immer von diesem Sleeping Giant. Mir geht es darum, so wie ich es auch angekündigt habe, uns zu helfen, dass wir Antworten finden in uns selbst, dass wir uns selber Lösungen präsentieren, anstatt auf alle möglichen anderen links und rechts angewiesen zu sein. Unser eigenes Leben auf ein neues Level zu heben und uns selber in der Lage zu sein, unsere Probleme zu erkennen, zu lösen. Und ich möchte uns helfen, diesen Sleeping Giant in uns zu erwecken und immer wieder Kontakt mit dem einzunehmen. Und wer ist denn jetzt eigentlich dieser Sleeping Giant? Und ich habe so ein paar Dinge zusammengetragen, die ich glaube, die dieser Sleeping Giant sind oder die Instanzen, die wir so anzapfen, wenn wir solche Übungen machen, mit dem Tagebuch arbeiten, meditieren, visionieren, visualisieren, alles Dinge, die wir auch in dem Kurs zusammen besprechen werden. Das erste oben ist unser Geist. Unser Geist kennt die Antwort. Also in unserem Gehirn, so wie wir denken, wir haben so viele Dinge abgespeichert, wir haben so viele Dinge schon erlebt, dass ganz oft die Antwort für Probleme, für Herausforderungen, die wir haben, schon in unserem Denken drin ist. Aber ganz oft lassen wir uns denken, anstatt aktiv zu denken. Wir sind keine proaktiven Denker. Das heißt, wir werden hin und her geworfen von Gefühlen und negativen Gedanken und was weiß ich, anstatt uns hinzusetzen und ganz aktiv
unsere Gedanken zu lenken. Und da hilft Tagebuchschreiben und auch dieses Free-Writing, dieses einfach Losschreiben, hilft total gut, weil wir unsere Gedanken, dadurch, dass Schreiben langsamer ist als Denken, dass wir unsere Gedanken fokussieren. Also ganz oft kommen unsere richtigen Antworten, unser Sleeping Giant ist schon in unseren Gedanken, in unserem Geist. Dann der zweite Punkt, dein Unterbewusstsein kennt die Antwort. Das ist jetzt ganz interessant, weil unser Körper und unser Unterbewusstsein ist mega intelligent. Das heißt, ganz viele Antworten, ganz, ganz viele Erfahrungen, ganz viel Gespür von richtig und falsch ist in unserem Unterbewusstsein gespeichert. Gerade solche Fragen, wie will ich das wirklich oder nicht, ganz viele von uns haben verlernt, klar herauszufinden, was sie wirklich wollen. Also frag mal Leute, was willst du wirklich? Ganz viele, erstaunlich viele Leute können dir keine klare Antwort geben. Aber das Unterbewusstsein kennt die Antwort und weiß die Antwort und ein Körper reagiert sehr empfindlich darauf. Und wenn wir lernen, dahin zu hören, und da gibt es auch Methoden und Meditationstechniken und auch körperliche Techniken, über die werden wir alle auch hier reden im Sleeping Giant, wenn du lernst, dein Unterbewusstsein zu befragen und sozusagen der Sleeping Giant dir im Unterbewusstsein die Antwort gibt, dann weißt du, was du willst, dann weißt du, wo du hingehst und dann hast du einen klaren Plan. Das ist dein Unterbewusstsein. Dann der nächste Punkt, deine Seele kennt die Antwort. Und ich weiß nicht, wie spirituell und geistlich und so weiter du drauf bist, aber wenn das, was du im Kern bist, ganz tief im Kern bist, nicht dein Körper, nicht deine Gedanken, nicht deine Gefühle, sondern deine wahre Identität, deine Seele, die weiß auch, was sie will. Die ist nicht ohne Grund hier auf der Erde. Die hat eine Bestimmung, die hat ein Ziel, die will gewisse Lernerfahrungen machen. Aber wenn wir das so mit unserer Persönlichkeit und unserem Problem und Herausforderung zumüllen und der Alltag so stressig ist, wie wollen wir entdecken, was wir wirklich, warum wir wirklich hier sind? Das heißt auch da, der Sleeping Giant liegt auch in unserer Seele. Und dass wenn wir lernen, mehr hinzuhören und mehr zu reflektieren und so weiter, diese ganzen Sachen, die wir hier besprechen, dann bekommen wir mehr und mehr Antworten, was unsere Seele wirklich will. Und last but not least, wo ich auch glaube, wo auch dieser Sleeping Giant drinsteckt, ist Gott oder das Universum, das Leben, wie auch immer du das für dich bezeichnest, diese höhere Instanz, dieses Metaphysische, was schlauer ist als ich. Meine Intuition vielleicht, was irgendwie immer richtig ist. Und ich weiß manchmal gar nicht genau, wie das ist, aber ich habe ein Gefühl, ich habe ein Gespür. Ich weiß irgendwie, was ich machen sollte. Ich weiß irgendwie, was funktionieren sollte. Das ist das Universum. Und da bekommen wir auch Antworten, wenn wir uns Zeit nehmen, bewusste Fragen zu stellen, hinzuhören, bekommen wir Antworten. Und diese Antworten stimmen und diese Antworten sind tief. Und alles das zusammen irgendwie bezeichne ich als Sleeping Giant in uns drin, diese Person oder diese Instanz, die die richtigen Antworten kennt, die keine externe Beratung braucht. Aber dies braucht, dass wir uns dieser Person, dieser Sleeping Giant zuwenden, aufwecken, Kontakt aufnehmen und zuhören. Und das braucht halt Zeit. Okay, kurz dazu eine Frage in die Runde. Gibt es gerade Fragen zu dem, was ich bis jetzt gesagt oder was wir gerade gemacht haben? Gibt es dazu Fragen von euch? Ich gucke auch gerade mal auf Instagram. Ich glaube nicht. Gibt es da von euch Fragen zu? Und wenn ja, welche? Genau, fühlt euch frei, auch einfach im Laufe der Zeit, wenn Fragen hochkommen, die in den Chat zu schreiben. Cool. Danke dir. Okay, dann ein Schritt weiter. Ich habe ja gesagt, das ist ein Reflexionsworkshop auch. Das heißt, was ist denn jetzt Reflexion? Und ich will es jetzt gar nicht so lang machen mit dem Thema Reflexion. Ich gucke mir gerade, ob das doch ist richtig umgesprungen. Ja. Was ist denn jetzt Reflexion? Und auch da ein paar Sachen habe ich zusammengetragen, was ich glaube, was Reflexion ist und was auch ein großer Teil ist von dem, was wir hier machen, auch mit Tagebuch und Stift und Co. Auch wieder vier Punkte. Einerseits geht es bei Reflexion um Beobachten und Entdecken. Das heißt, wir legen unseren Fokus und richten unseren Fokus auf uns selbst. Wir beobachten, was geht in uns vor. Wir lernen uns besser kennen. Und wenn wir unsere Muster und so, wie wir funktionieren, besser kennenlernen, dann können wir auch Probleme sehen, bevor sie kommen. Dann sehen wir Herausforderungen, die wir selber haben. Wir sehen auch die Gründe, warum gewisse Dinge in unserem Leben nicht klappen zum Beispiel. Oder warum wir immer wieder ins selbe Festnäpfchen treten. Oder warum wir mit unserem Business nicht vorankommen, weil wir uns selber im Weg stehen und so weiter. Und das können wir alles entdecken und beobachten. Deswegen regelmäßig zu reflektieren, das ist regelmäßig wie mit so einem Mikroskop, sich selbst unter die Lupe zu nehmen.
Dann das zweite ist Lernen und Verändern. Also Reflexion hat auch diesen Zweck, mal zurückzugucken auf den letzten Tag, die letzte Woche, den letzten Monat oder so und daraus dann Lernerfahrungen zu extrahieren. Sprich, was hat geklappt von dem, was ich gemacht habe? Was hat nicht geklappt von dem, was ich gemacht habe? Was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert und so weiter. Und alles das ist voll von Lernschätzen. Und wenn wir so rasant durch unseren Alltag flitzen, wie so Eichhörnchen auf Koks, dann ist es gar nicht so leicht, immer wieder, also dass das Wachstum einen einholt. Also wir rennen quasi, machen. Das Wachstum rennt uns hinterher und denkt, hey, warte, ich will doch auch nachkommen. Und deswegen ist Reflexion, dieses regelmäßige Anhalten und hier sich mal Gedanken machen, total wichtig. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte für mich in den letzten Jahren, warum ich mich weiterentwickelt habe oder gewisse Dinge anders gemacht habe oder auch mal aus meinen Fehlern gelernt habe, ist, weil ich mich regelmäßig hinsetze und reflektiere. Dritter Punkt ist Erschaffen und Proben. Erschaffen und Proben, das ist ein ganz, ganz großartiger Punkt, weil wir unser Unterbewusstsein, ja, so dieser Autopilot, der uns die meiste Zeit des Tages ziemlich einfach auf Autopilot halt in lange Düsen lässt, der checkt nicht oder das checkt nicht unbedingt, was Wahrheit ist, also was real ist und was nicht real ist. Das heißt, wenn wir ganz oft gewisse Gedanken denken, gewisse Filme gucken, gewisse Sachen machen, unser Unterbewusstsein nimmt das alles für bare Münze. Und deswegen haben wir ein riesen Tool in der Hand, wenn wir jetzt Reflexion, Tagebuch schreiben, visionieren und so weiter, alles in dieses Paket packen, uns unser Leben aufzubauen, wie wir es gerne hätten. Ich weiß nicht, wer von euch hat früher Sims gespielt am Computer? Sims? Ja, ich auf jeden Fall auch. Hatte hier irgendwie auf Instagram ein paar Sims-Spieler? Ja, bestimmt. Ein Tagebuch zu schreiben kann sein, wie so ein Sims-Spiel zu spielen. Weißt du, du gibst irgendwie so ein Geld-Cheat ein, das so reicht bis ohne Ende und dann zimmerst du dir auf Sims dein Leben zurecht, wie du es haben willst. Das kannst du mit deinem Tagebuch machen. Und jedes Mal, wo du sowas machst, wo du dein Leben so herzimmerst, wie du das gerne möchtest, bereitest du dein Unterbewusstsein darauf vor, dass das real sein kann eines Tages. Oder vielleicht sogar real ist, vielleicht glaubt das Unterbewusstsein das schon. Mach das oft genug und du erschaffst dir eine neue Realität. Und dann wird dein Unterbewusstsein und dein ganzer Körper und dein ganzer Fokus geht immer mehr in Richtung Traumleben. Plötzlich siehst du Möglichkeiten, wie du da hinkommst. Du wirst mutiger, wo du vorher Angst hattest und so. Das ist faszinierend, wirklich. Wir können uns unser Traumleben erschaffen durch Schreiben, durch Visionieren, durch ein Visionsboard. Geile Tools. Auch das ist Reflexion. Und da reden wir hier in dem Kurs drüber. Und dann kann man motivieren und erleben. Das ist für mich einer der ab und zu wahrscheinlich schönsten Teile von Reflexion. Das heißt, überleg dir einfach mal, du hättest immer, vielleicht hast du ja eine Person in deinem Leben, die du besonders liebst und die dich besonders liebt. Ehepartner, Freund, Freundin, bester Freund, Freundin, wie auch immer. Irgendeine Person, die dich so richtig feiert, die dich so richtig unterstützt auch. Und jetzt stell dir vor, du hättest diese Person die ganze Zeit neben dir herlaufen und die würde dich die ganze Zeit anfeuern in deinem Alltag. Es wird die ganze Zeit, weißt du, wenn ich mir vorstelle, mein bester Freund ist ja den ganzen Tag hier und ich werde jetzt hier den Kurs machen, der sitzt gerade hier und wird im Hintergrund, ja, Tobi, geil, komm, du bist so geil, du erzählst so cooles Zeug, komm, mach weiter, noch ein Kurs, komm, gib nicht auf, mach das. Weißt du, und dann bin ich beim Sport, oh, ich kann nicht mehr. Und dann wird er da sitzen und sagt, Tobi, komm, einer geht noch, du bist geil, ey, du hast dich schon so fett verändert, geil, mach weiter. Oh, ich hätte wieder Bock, weißt du, da gehen noch zwei, drei mehr Push-Ups. Oder im Business, ich habe irgendwie, oh, ich weiß nicht, wie ich es hinkriegen soll und ich habe ein bisschen Angst und so weiter. Und dann steht da, ey Tobi, mach weiter, du hast so viel schon gepackt, zieh durch, komm, ruf ein paar Leute an, du schaffst das, geil, keine Angst. Stell dir vor, du hättest diese Person die ganze Zeit bei dir dabei. Vielleicht würdest du ab und zu mal auf den Sack gehen, aber es wäre super hilfreich, oder? Und das kannst du selber hier mitmachen, mit deinem Tagebuch. Du kannst dir selber diese Sachen erzählen, wirklich. Ich mache das so regelmäßig, dass wenn es mir nicht gut geht oder ich habe das Gefühl, irgendwie so, oder Angst oder Panik oder irgendwas, setze ich mich in meinem Tagebuch hin und schreibe mir, Tobi, du bist so ein geiler Typ und dann zähle ich mir selber auf, was ich schon Geiles gemacht habe. Und dann rede ich mir Mut zu, dann motiviere ich mich so, wie ich mir wünsche, dass vielleicht ein bester Freund von mir mich motivieren würde. Oder so, wie vielleicht meine Frau sich wünscht, dass ich sie motiviere. Okay? Total das geile Tool bei Reflexion. So, und um das noch so ein bisschen zu vertiefen, bevor wir gleich in die nächsten Übungen gehen. Wir wollen mit Reflexion Bewusstsein schaffen. Weil wenn wir nicht bewusst sind, wenn wir nicht selbstbewusst sind, also unsere eigenen Muster kennenlernen und alles das, was ich gerade in der Folie gezeigt habe, nicht regelmäßig machen, dann neigen wir immer dazu, dass so wie hier auf dem Bild, wir uns fokussieren auf die Erlebnisse unserer Vergangenheit. Das heißt, egal was wir uns vornehmen für die Zukunft, es ist immer dieser Filter da, deswegen hier dieser dicke Pfeil zu der Vergangenheit, ja. Es ist immer der Filter da, dass wir alles bewerten aus der Brille unserer Vergangenheit, unserer Vorerfahrung, unserer Male, wo wir auf die Fresse geflogen sind,
unserer Verletzungen, die wir bekommen haben und der Leute, die uns abgelehnt haben, die Businesses, die nicht geklappt haben, was auch immer. Wir sehen immer alles durch diese Brille, weil unser Fokus in die Richtung geht. Und wenn wir was Neues uns vornehmen wollen, wie zum Beispiel bei uns im Leben sind auch gerade richtig krasse Sachen irgendwie am Passieren, total, also ich jetzt fast nicht für möglich gehalten, total weird und geil. Hättest du mich vor 2 Monaten gefragt, ob diese spezielle Sache, über die ich jetzt gerade nachdenke, ob die wahr würde, ich hätte dir wahrscheinlich gesagt, so ein Bullshit. 5 Jahre vielleicht. Weil geht nicht hier und ich habe ein paar Sachen früher an die Wand gefahren. Und also es geht darum, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, hier auf Zypern eine Location zu mieten für längere Zeit, wo wir so ein Gästehaus-Retreat-Center raus machen können, aber gleichzeitig auch wunderschön wohnen können. Eine riesige Villa mit Land und so. Richtig, richtig geil. Ich hätte nicht gedacht, dass das wahr wird. Weil meine Brille ist, Tobi, du hast in der Vergangenheit so viel verkackt und ob du das wirklich schaffst und ob du das könntest. Überhaupt kosten diese Villen ja alle unendlich viel Geld und was weiß ich das. Alles so vergangene Programme. Aber ich wusste, meine Vision ist so ein Haus. Das ist meine Vision. Das habe ich schon seit 4 Jahren auf meinem Visionsboard. Ich schreibe darüber. Das ist für mich so klar. Ich laufe regelmäßig in meinem Gehirn über den Strand und spüre den Sand und so. Das ist für mich so klar. Und jetzt haben sich Möglichkeiten ergeben, von denen ich gar nicht hätte träumen können. Und wahrscheinlich nächste Woche Dienstag und Mittwoch ziehen wir da ein. Für mich ist das ein Wunder. Aber was die Vorarbeit war, ich habe immer wieder versucht und teilweise geschafft, teilweise noch nicht, diese Verbindungen zur Vergangenheit zu lösen. Und das ist Reflexion auch. Wie wir lösen die Abhängigkeit, das ist fast wie so eine Drogenabhängigkeit, die Abhängigkeit zu unserer eigenen Vergangenheit. Die lösen wir auf, um dann uns auf die Zukunft, die wir wollen, auszurichten. Um quasi wirklich das zu erschaffen, was wir wollen. Okay? Macht das Sinn? Gut, Ena nickt. Wenn Ena nickt, ist immer alles gut. Sehr geil. Okay, weil wenn wir uns nur auf die Zukunft, danke, weil wenn wir uns nur auf die Zukunft ausrichten, ohne diese Verkettung sozusagen der Vergangenheit zu lösen, seht ihr euch hier das Bild an, dann versuchen wir uns vielleicht unsere Wunschzukunft vorzustellen. Jetzt in unserem Beispiel vielleicht die Villa. Ich stelle mir dann die Villa vor und plötzlich kommen mit dem Bild der Villa alte Gefühle hoch, alte Gedanken hoch, alte Muster hoch. Das heißt, ich stelle mir die Villa vor und meine Story im Kopf sagt dann, weißt du, das kann ich mir nicht leisten, das ist alles eng und es ist so ein Gefühl von, anstatt, wow, geil, kommt eher so, nee. Oder alte Gedanken, ich sehe die Villa und dann kommen die Storys hoch, ja, da wohnen ja nur die Leute, die schon 16 Porsches haben, ja, da können nur die Leute wohnen, die arrogant sind oder so, keine Ahnung, kommen solche reichen Storys hoch, kann ja sein, alte Programme. Oder alte Muster. Das heißt, ich sehe die Villa und fange sofort an, mir ein Bier zu gönnen, weil ich weiß, ich werde mir das in meinem Leben nie gönnen können, also muss ich mich besaufen. Keine Ahnung, das sind alles so alte Muster. Das heißt, wenn ich mich nur auf die Zukunft fokussiere, kann es sein, dass meine ganzen alten Bilder mit hochkommen, meine ganzen alten Muster und ich zerstöre mir das Bild, anstatt es zu erschaffen. Deswegen machen wir diese ganze Arbeit, dieses ganze Programm, diese ganze Geschichte hier zusammen, um die Verbindung zu unserer Vergangenheit, zu den ganzen Dingen, die uns geprägt haben, aufzulösen. Oder zumindest erstmal bewusst zu machen und dann nach und nach aufzulösen und uns dann aus dem Hier und Jetzt, aus einer Akzeptanz heraus, uns der Zukunft zuzuwenden, die wir gerne hätten. Okay? Gibt es dazu Fragen? Und wenn ja, immer gerne. Perfekt. Und wenn gerne, einfach reinschreiben oder halt unmuten und die Frage einfach stellen. Nein, passt. Perfekt. Ich weiß gerade nicht, ob Kathi, ob du am Schreiben bist oder nicht, aber ich sehe, wenn deine Frage kommt, sehe ich sie. Okay, wie machen wir das jetzt praktisch? Wie machen wir das jetzt praktisch? Also wir werden jetzt im Laufe des Sleeping Giant, im Laufe der ganzen nächsten Live-Sessions und unserem persönlichen 1-zu-1-Coaching einige Methoden durchsprechen. Und ich gebe dir mal so einen kleinen Einblick von Dingen, die wir besprechen werden. Das heißt, hier siehst du diese 3 Oberpunkte, Tagebuch, Meditation, Visualisierung. Das sind so 3 große Überpunkte, über die wir ganz intensiv sprechen. Wir werden viel Tagebuch schreiben, werden ein paar Meditationen zusammen machen, werden auch ein bisschen drüber sprechen. Wir werden Visualisierungsübungen zusammen machen. Und einerseits gibt es Input, ja, gibt es immer so ein bisschen. Aber hauptsächlich geht es uns darum, in den nächsten Sessions vor allen Dingen mehr praktisch zu sein, also wirklich in die Praxis reinzugehen. Weil ich glaube, wenn wir hier schon auch zusammen so diese kleinen Erlebnisse haben und plötzlich merken so, Alter, wie geil ist das, das funktioniert, ja, ich fühle mich gut und so weiter, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir es wirklich anwenden, dass wir es langfristig machen. Weil dadurch passiert dann die Magic, nicht von einmal machen, sondern von wirklich dabei bleiben und auch entdecken, was Spaß macht. Weil nicht jede Technik, die wir hier machen, macht Spaß und ist vielleicht für dich richtig. Deswegen hör einfach zu und mach mit und guck mal, was für dich passt, was nicht passt und mach halt mehr von dem, was dir Spaß macht.
Und beim Tagebuch zum Beispiel reden wir über freies Schreiben. Das ist eine Technik. Das haben wir ja gerade auch schon angefangen zu machen. Writer's Circle werden wir zusammen machen. Das heißt, wir werden, was das alles genau ist, sprechen wir, Fragen stellen. Also die Kunst, sich wirklich gute Fragen zu stellen und sich die selber zu beantworten. Bei Meditation reden wir noch über den Unterschied zwischen passiver und aktiver Meditation. Und bei passiver Meditation geht es mehr darum, ins Hier und Jetzt zu kommen. Also wirklich diese ganzen negativen Gedanken und Gefühle ziehen zu lassen, zu einem Punkt von Stille und von Akzeptanz zu kommen. Und bei aktiver Meditation geht es darum, sich auszurichten auf die Zukunft, auf das, was wir kreieren, was wir erschaffen möchten, wie wir werden möchten. Und bei Visualisierung gebe ich auch ein paar Techniken mit. Eine davon machen wir auch schon heute, zum Beispiel den Mental Screen oder das Mentalvideo, Mentalkino. Alles Techniken, die helfen sollen, dass wir uns wirklich eine klare Vorstellung und ein klares Bild in den Kopf einpflanzen, was wie so ein Nordstern uns helfen wird, uns zu verändern, aber uns auch in die fast magnetisch in die Richtung zu ziehen, in die wir gehen wollen. Zu jeder einzelnen Methode werde ich denke mal zu jeder Einzelnen, ich hoffe, ich kriege es hin, werde ich ein kleines Video noch machen in dem Online-Kurs. Also ich meine, wir haben hier die Live-Session zusammen, aber da wird es zusätzlich noch so kleine Tool-Videos geben, nur ein paar Minuten, um die einzelnen Techniken zu besprechen, ein bisschen zu erklären, ein bisschen Background zu geben, damit du nachher wirklich nicht nur so eine Live-Session hast, ich meine, das ist cool, sondern zusätzlich wirklich die ganzen Methoden kennst und dann nachher ganz alleine für dich selbstständig ausprobieren kannst, was passt für mich, was finde ich cool, was verstehe ich, was halte ich für vielversprechend, um das dann langfristig zu benutzen. Wenn dir irgendwas nicht gefällt und findest irgendwas scheiße, lass es einfach erstmal links liegen, mach es halt nicht, ist völlig in Ordnung und wenn es dir irgendwann wieder Spaß macht, mach es halt dann. Ja, also es ist wirklich so ein Buffet, nimm dir mit, was du willst und lass liegen, was du halt nicht willst. Völlig in Ordnung. Okay, so, wir haben jetzt gleich ein paar, also wir haben jetzt noch 4 Übungen vor uns. Bevor wir mit der nächsten großen Übung, mit der Tagebuchübung anfangen, wo wirklich ein paar Minuten am Stück geschrieben wird, mehr als 3 Minuten, einmal 12 Minuten und nachher nochmal 3 Minuten am Stück geschrieben wird, möchte ich euch 2, 3 Takte zu State Management sagen und das dann auch direkt üben. State Management heißt erstmal, ist ein großer Überbegriff, jetzt speziell meine ich, sehr wurscht. Also State Management heißt erstmal, wie kreiere und dann manage ich einen positiven State, also eine gute Emotion, Spaß, Freude, Leichtigkeit, Gelassenheit. Wie kultiviere ich das in meinem Leben? Und wie, gerade wenn ich in so einer Negativspirale bin, emotional, komme ich da wieder hin, dass ich wieder Spaß habe? Und eine ganz simple Sache ist, geile Musik abtanzen. Deswegen, ich schmeiße die Musik an, 2 Minuten, vielleicht 1 Minute nur, wirklich, sei dir nicht zu schade und fang einfach mal an, so ein bisschen zu dancen, dich zu bewegen, mal abzugehen, zu lächeln, dich auszurichten, dich wieder gerade hinzustellen. Steh gerne auf, wenn du willst, oder mach's im Sitzen, relativ wurscht, aber du merkst, dass dich das belegt. Also, geht los. Let's go. Und wie geht's? Ist doch geil, oder? Es ist kurzes Lied, bisschen Bewegung und die ganze Welt sieht schon wieder anders aus. Gerne einfach im Alltag, gerne einfach integrieren, einfach machen. Es darf auch mal richtig bekloppt und lustig und blöd und komisch. Es darf einfach mal richtig crazy sein, weil wir wollen ja was verändern. Wir wollen was bewegen. Ich meine, werd dir mal kurz bewusst, was du da vorhin aufgeschrieben hast, was du in deinem Leben verändern willst, vielleicht auch durch den Kurs. Und wenn wir einfach dieselben Muster, dieselben Gefühle, dieselbe Lethargie, dieselbe Apathie und so weiter in unserem Leben einfach stehen lassen, bekommen wir dieselben Ergebnisse. Ist nicht, ich meine, war das nicht Einstein, der schon sagte, die Definition von verrückt sein, wie heißt es, von, sag mal schnell, wurscht. Also die wahre Definition von verrückt sein ist, immer wieder dieselben Sachen zu machen und andere Resultate zu erleben. Das ist verrückt, das ist crazy. Aber so funktionieren wir oft. Deswegen gerne einfach verrückte Sachen machen. Verrückte Sachen machen ist gut. Okay, gehen wir in die nächste
die nächste Journal-Übung. Das sind jetzt zwei Fragen. Die erste Frage, da nehmen wir uns wirklich 12 Minuten Zeit für. 12 Minuten. Das kann, wenn du im Schreibflow bist, rumgehen wie 2, 3 Minuten. Also es kann wirklich sehr, sehr schnell sein. Es kann auch das Gefühl da sein, dass es sich super zieht. Ist total unterschiedlich, ne? Zeit ist relativ. Aber hier ist es wieder ganz wichtig, so wie vorher, schreib bitte einfach durch. Wirklich, schreib durch. Lass dich nicht von deinen Zweifeln und Gedanken und ist das richtig, ist das nicht richtig, was ich schreibe? Schreibe ich hier nur Bullshit oder so? Lass dich davon überhaupt nicht beeinflussen. Schreib einfach, was dir durchs Gehirn saust. Vielleicht sogar schreib es auf, bevor es dir durchs Gehirn saust. Und hör nicht auf zu schreiben, bis die Zeit um ist. Wirklich, nimm dir, schreib 12 Minuten durch. Im Anschluss kannst du es nicht jetzt in dem Kurs, sondern direkt danach. Lies es dir nochmal durch und du wirst erstaunt sein, was da alles aus dir rauskommt. Du wirst erstaunt sein, was da steht. Lass dich davon berühren. Lies dir das durch, als hättest du ein großer Poet geschrieben. Das ist eine ganz, ganz tolle Technik, um erstmal Gedanken zu sortieren, dir Gedanken bewusst zu machen, dir Dinge, die dich belasten, von der Seele zu schreiben, aber auch Antworten zu finden. Du kannst dir mit der Technik klare Fragen stellen. Du bekommst Antworten darauf, wenn du es übst. Vielleicht sogar beim ersten Mal. Du kannst dir kleine Liedschnipsel oder inspirierende Zitate nehmen und die so als Aufhänger nehmen, um dann darüber zu schreiben. 8 Minuten, 10 Minuten, wie auch immer. Es ist wirklich mega krass, was da aus einem rauskommt. So, und die Frage jetzt für heute, so als Einleitung für den Kickoff vom Sleeping Giant, ist folgende. Und dann schmeiße ich wieder den Timer an und es gibt 12 Minuten Zeit. Es läuft auch wieder Musik dazu. 12 Minuten, wenn ich keine Begrenzungen, keine Limitierungen, keine Ängste, keine Probleme hätte, wie würde mein absolutes Traumleben aussehen? Und beschreib das bitte so bildlich wie möglich. Schreib wirklich, ich sag los, es geht los und beim Stopp hören wir auf. Beschreibe einfach, geh von Höcksken auf Stöcksken. Wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst, dann schreib halt, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, aber geh immer wieder zurück zu der Frage und beschreibe dein Traumleben so bildlich wie möglich. Ich schmeiß die Musik an und dann geht's los. 12 Minuten ab jetzt. Noch ein Kommentar dazu, 1 Minute ist schon rum. Schreib in der Präsensform. Schreib im Jetzt. Schreib nicht ich werde, ich könnte, ich habe, sondern schreib jetzt. Ich habe, ich bin, ehe, ich habe, okay?
Okay, 12 Minuten sind um. Bumm. 12 Minuten sind um. War das, gib mir kurz Feedback, war das lang oder war das kurz? Schreibt mal 1 in den Chat, wenn es lang war, und 2, wenn kurz. 1 ist lang, 2 ist kurz. 1 ist lang, okay, und 2 ist kurz. Lang, lang. Ja, interessant. Ich fand's auch lang, 2 kurz. Interessant. Ja, okay, du machst wahrscheinlich gerade Sport, gell? Es ist total unterschiedlich. Es ist unterschiedlich, wie wir in Flow kommen, wie geübt wir sind da drin, wie viel Spaß uns das Bild macht. Manchmal kann es sich wie Ewigkeiten anfühlen, auch nur 3 Minuten zu machen. Manchmal geht es rasant schnell. Wichtig ist, sich vorher eine Zeit festzulegen. Und je mehr Zeit, also der Vorteil ist, wenn man sich lange Zeit nimmt, ist, vielleicht nach ein paar Minuten kommt so ein Punkt, wo, zumindest bei den meisten oder bei vielen Themen, ich nicht mehr weiß, was ich schreiben soll, oder? War das bei euch auch so? Ich weiß gerade nicht mehr, was ich schreiben soll. Ja, nein, ja, so ein bisschen. Und gerade dann, wenn wir uns zwingen, weiterzuschreiben, dann kommen plötzlich Themen hoch. Da kommen vielleicht negative Themen hoch. Da kommen vielleicht Begründungen hoch, Kopfkino hoch. Da kommt einiges hoch, was uns sehr viel Aufschluss geben kann, über wie wir eigentlich denken. Vielleicht Frustration. Vielleicht sind wir dann mit uns selber sogar hart, weil wir das Bild nicht so schön ausformuliert haben, wie wir es wollten oder so. Da kommen ganz interessante Sachen hoch. Deswegen ist es gut, sich manchmal länger zu zwingen, zu schreiben. Und wirklich nicht den Stift abzulegen und nur die tollen Sachen aufzuschreiben, sondern aufzuschreiben, was kommt. Und nimm dir nachher mal nach dem Call oder in den nächsten Tagen einfach mal ein paar Minuten Zeit, dir das durchzulesen, was du da geschrieben hast, und zu gucken, was kannst du daraus lernen? Wie geil ist das, was du geschrieben hast? Was kommen für negative oder positive Gefühle hoch? Und jetzt machen wir noch eine Journal-Übung, nicht mehr so lang, nur 3 Minuten diesmal. Und zwar die Frage hier, ich mache da wieder Musik an, versetze dich in den Zustand, den du hättest, wenn dein Traumleben schon wahr wäre, also wenn du das jetzt hättest. Versetz dich mal in den Zustand rein, ähnlich wie bei der Priming-Übung am Anfang, und beschreibe jetzt mal für 3 Minuten, was du fühlst, die Gefühle. Versuch's mal in Worte zu fassen, wie es dir geht, okay? Was du fühlst, wenn du das alles hast und bist. 3 Minuten, es geht los.
Okay, die 3 Minuten sind schon wieder rum. Ich atme übrigens zwischendurch immer mal tief ein und aus, weil das sowohl das Gehirn vom Denken als auch so Stresslevel und Gefühle, Emotionen immer mal wieder resettet, also immer wieder. Okay, jetzt folgt noch eine Übung. Letzte Übung für heute, letzte Einheit für heute. Danach gibt es noch ein bisschen Fragerunde, ein bisschen was Organisatorisches, letzte Übung. Und zwar ist das, seht ihr mich noch? Jawohl. Tudum. Mentalkino und Image-Streaming. Bevor wir loslegen, mal ganz kurz ausschütteln, Freunde. Mal ganz kurz ein bisschen hoppeln, mal so ein bisschen ich bin nackt aussehen. Mal so ein bisschen den Körper wieder aufwecken und umfokussieren. Genau, und dann das Gesicht nochmal ein bisschen durchkneten, genau. Oder wenn jetzt Musik hier eingestellt wäre, könnte man direkt ein bisschen abgehen kurz. Strecken, perfekt. Mentalkino und Image-Streaming, das ist eine Visualisierungstechnik, eine Visualisierungsübung. Visualisieren heißt, ich stelle mir was vor. Ich halte mir ein Bild vor Augen, entweder empfange ich was, ich höre hin und bekomme Bilder, oder ich kreiere ein Bild, erschaffe ein Bild, was möglichst lebendig, möglichst farbenfroh, schön ist, was mich anzieht. Das heißt, wir haben jetzt heute die ganze Session irgendwie uns darauf vorbereitet, mit verschiedenen Techniken und Fragen und so, irgendwie ein Bild von der Zukunft zu kreieren, weil wir das gerne hätten. Text darüber geschrieben, Gefühle zu machen und so weiter. Und dieses Mentalkino verwandelt das jetzt sozusagen in Leben. Die meisten Menschen von uns, wahrscheinlich sogar alle, wir denken viel in Bildern. Das heißt, Texte zu schreiben ist cool, über Gefühle zu schreiben, alles cool. Aber das, was im Kopf entsteht, zum ganz, ganz großen Teil sind Bilder, Impressionen, Filme, also Dinge, die Szenen. Wir träumen in Bildern. Und Mentalkino heißt, wir setzen uns visualisierungsmäßig, wir setzen uns in einen Kinoraum und schauen einen Film, den wir selber drehen im Kopf, um uns anzufreunden mit diesem Bild, um dieses Bild zu erschaffen von der Zukunft, die wir gerne hätten, um diese positiven Gefühle anzuzapfen, um vielleicht dann auch in Zukunft das zu verbinden mit anderen Übungen, um Ideen zu bekommen, wie komme ich dahin. Es ist eine richtig geile Übung, ein großer Schritt dafür, sich sein Leben so zu manifestieren, wie man es gerne möchte. Mentalkino. So, und Image-Streaming, ich erkläre es kurz, was das ist, und dann in der Übung gleich machen wir das zusammen. Image-Streaming ist eine Hilfestellung, damit dieses Bild im Kopf, dieses Mentalkino, dieses Visualisieren, dass das besser funktioniert, dass wir mehr sehen sozusagen. Weil es kann sein, dass die Gedanken sehr schnell mal abdriften, es kann sein, dass das Bild so ein bisschen unscharf ist, Entschuldigung, dass man manchmal das nicht so klar sieht, was man da eigentlich sehen möchte. Image Streaming heißt jetzt, versuch dann, wenn du diesen Film guckst, erinnerst du dich daran, in der Schule so Filmbeobachtungen zu schreiben. Wer kann sich noch erinnern? Film- oder Kunstbeobachtungen. Das heißt, man musste sich ein Bild angucken, musste ganz beschreiben, was sieht man, das dann interpretieren nachher und sowas. Und sowas in der Art ist Image Streaming. Das heißt, ich gehe in dieses Bild rein, ich sehe das dann im Kopf, diesen Film, diesen Ausschnitt von meinem Traumleben zum Beispiel. Und dann beschreibe ich im Kopf, also alles in diesem Kinosaal, beschreibe ich die Details, die ich sehe. Vielleicht die Maserung auf den Blättern von der Palme, die ich da sehe. Die Haare auf der Kokosnuss, die ich da schlürfend am Strand sitzend trinke zum Beispiel. Ja? Oder das Gefühl von der Kokosnuss in der Hand. Und auf einmal wird dieses Bild noch farbenfroher, noch klarer, noch schöner. Wenn ich jetzt, ich gehe von meinen Bildern aus, das Haus sehe, wo ich wohnen will, oder es kann ja bei dir was ganz anderes sein, aber dann könnte ich mir die Wand genauer angucken. Wie fühlt sich die Wand an? Wie sieht die Wand aus? Wenn ich mich selber sehe, super sportlich und so in meiner Vision, dann könnte ich mir irgendwie die Form von meinem Sixpack näher angucken in diesem Bild. Also ich kann ganz ranzoomen sozusagen, die einzelnen Details beschreiben. Und je mehr ich die beschreibe in diesem Mentalkino, desto klarer und schärfer wird das Bild. Und je klarer und schärfer das Bild wird, desto inspirierender, motivierender, spannender ist das. Desto mehr Glückshormone werden ausgeschüttet. Desto besser fühlen wir uns und desto klarer bekommen wir ein Bild, wie komme ich denn da hin? Also weil wir jetzt schon uns anfangen so zu fühlen und so zu denken, wie als wäre dieses Bild wahr. Weil für unser Unterbewusstsein ist es wahr. Ja, das ist wie, wenn du einen Horrorfilm guckst, die Gefühle, dieses Angst und so weiter, das ist real. Genauso ist es, wenn du eine schöne Komödie guckst oder einen ganz tollen, inspirierenden Film. Das ist für das Unterbewusstsein wahr. Deswegen lass uns doch die Filme drehen von der Zukunft, wie wir sie gerne hätten. Und wir werden langsam aber sicher, vielleicht auch schnell aber sicher, wie so ein Schiff irgendwie unser Leben ausrichten, dass es in diese Richtung fließt.
Okay. Ich werde diese Übung, das ist jetzt eine, ja, wahrscheinlich wieder gut 10 Minuten, Viertelstunde, diese ganze Übung. Es geht erst darum, sich körperlich zu entspannen, mental zu entspannen, in einen sogenannten Alpha-Gehirnwellen, Alpha-Brain-Levels zu kommen. Das heißt, das ist so dieses Level, wenn du nicht ganz beim Einschlafen bist, aber super entspannt bist, super, super, super entspannt bist. Normalerweise sind wir in Beta-Gehirnwellen auf einer Beta-Frequenz. Das ist so, wenn wir denken, aktiv sind und so weiter. Und wenn wir dann in richtig entspannen, uns auf die Atmung konzentrieren, wirklich präsent sind, sind wir auf einem Alpha-Level. Und wir wollen in dieses Alpha-Level, in diese Entspannung kommen und nicht so im aktiven Doing-Modus sein, um uns dann zu konzentrieren auf dieses, auf diesen Film. Und ich werde das nachher anleiten, aber nur, damit ihr es schon mal gehört habt. Ihr stellt euch nachher mit zu den Augen wirklich vor, dass ungefähr so 2 Meter, vielleicht 3 Meter von euch entfernt, eine riesige Leinwand ist. Das kann ein Fernseher sein in eurem Kopf, ein riesiger Bilderrahmen oder ein großer Kinosaal oder so. Und du bist wirklich nur so 3 Meter oder so entfernt von diesem Teil. Und diese riesige Leinwand, die füllt wirklich dann da fast deine ganze Fläche. Wenn du die Augen zu hast, du stellst dir wirklich vor, du hast so eine riesen Leinwand. Und dann in allen Formen und Farben, und übrigens diese Leinwand, die ist so ungefähr 20 Grad über dem Horizont. Also das heißt, das ist nicht ganz direkt vor dir, sondern so ein bisschen hoch. Ja, man hat herausgefunden, wenn die Augen sich so ein bisschen nach oben drehen, dass anscheinend im Gehirn da nochmal so ein paar andere Areale freier werden und es einfacher ist zu imaginieren. Und stell dir diese Leinwand vor und dann lassen wir gleich diesen Film zusammen abspielen. Okay? Ich starte wieder mit der Musik, setze dich wieder bequem und aufrecht hin. So, dass du nicht einschläfst sozusagen, ne? Einfach bequem und aufrecht. Musik geht los und dann leite ich die Übung an. Und dann geht es in das Mentalkino. Atme noch 2, 3 Mal tief durch. Schließ die Augen. Wenn du Kopfhörer hast, dann hörst du wahrscheinlich dieses leichte Wummern im Hintergrund. Und dieses leichte Wummern ist wie so ein Metronom, so ein Taktgeber, was dem Gehirn hilft, sich auf diese Alpha-Frequenz einzulassen, also sich leichter zu entspannen. Das bedeutet. Und komm ein bisschen zur Ruhe. Und jetzt vor deinem mentalen Auge, fast wie so ein, wie bei solchen alten Kinofilmen, wo man vorher so einen Countdown sieht, so 3, 2, 1. Vor deinem mentalen Auge zeigt dir selber dreimal die Zahl 3. 3, 3, 3. Wie so ein Countdown. 3. Und jetzt konzentrier dich mal auf den oberen Bereich deines Kopfes, ganz oben. Hör, wie es kribbelt. Nimm es ganz bewusst wahr und lass alle Anspannung, die du da hast, alles angespannt sein, einfach los. Entspann komplett deine ganze Kopfhaut. Dann konzentrier dich auf deine Stirn. Nimm die Haut wahr, die die ganze Stirn umgibt. Merk die Wärme und das Kribbeln auf der Haut, was durch die Blutversorgung verursacht wird. Und lass die ganze Anspannung los. Entspann deine Stirn und die ganze Haut um die Stirn herum. Und dann konzentriere dich auf dein Gesicht, auf deine Nase, auf deinen Mund, auf deine Kaumuskeln. Und lass die ganzen Muskeln einfach schlaff hängen. Entspann dich komplett. Mit jedem Schritt wirst du entspannter und entspannter. Fokussiere dich auf deinen Hals und auf die Haut um deinen Hals herum. Und lass alle Anspannung los. Entspann alle Muskeln. Du merkst, wie du immer entspannter, immer mehr ankommst. Es geht immer tiefer und tiefer in deine Entspannung. Jetzt fokussiere dich auf den Bereich hinter deinem Hals, Kehle. Und auch da lass alle Anspannung los. Komm immer tiefer und tiefer in die Entspannung. Fokussiere dich auf deinen Brustbereich. Konzentriere dich wirklich, stell dir deinen ganzen Brustbereich vor, von innen und von außen. Atme tief ein. Und mit der Ausatmung lass alle Anspannungen los. Und du gehst tiefer und tiefer in die Entspannung. Konzentriere dich auf deinen Bauchbereich, auf deine Organe. Und auch da lass alle Anspannungen los und wird immer entspannter und entspannter.
fokussiere dich auf deine Oberschenkel. Lass die Wärme der Haut, die Wärme deiner Muskeln. Und lass einfach locker. Du kommst tiefer und tiefer in die Entspannung. Dann fokussiere dich auf deine Unterschenkel. Spür das Kribbeln, spür die Wärme. Lass alle Anspannung los und entspann dich immer tiefer und tiefer. Du kommst zu immer einem tieferen Level von Entspannung, von geistiger Gesundheit. Also auf deine Zehen konzentrierst, also auf jede einzelne Zehe nacheinander. Und du auch das letzte bisschen Anspannung einfach gehen lässt. Du bist immer tiefer in die Entspannung. Leichte Anspannung merkst, fokussiere dich wieder auf die Augen und lass die ganzen Muskeln um deine Augen wieder ganz locker und entspann wieder die Muskeln um deine Augen. Jetzt zeig dir selber vor deinem Auge die Zahl 2, wie bei so einem Counter und 2. Guck die dir dreimal an, die Zahl 2, 2, 2. Und jetzt fangen wir an, uns auch mental zu entspannen. Körper ist entspannt und jetzt entspannen wir uns mental. Und dazu gehen einfach einen richtig schönen, ruhigen Ort im Kopf. Es kann ein Strand sein, vielleicht ist es ein Waldspaziergang oder eine Wiese, das, was dir gut gefällt, wo du richtig zur Ruhe kommst. Und bleib einfach ein paar Minuten da. Konzentrier dich auf die Sonne auf deiner Haut oder das, was du da beobachten kannst. Komm so richtig zur Ruhe, immer tiefer. Du merkst, wie du so richtig zufrieden und glücklich bist, gerade einfach da zu sein. Jetzt zeigt dir die Zahl 1. Und jetzt kommen wir so langsam in den Alpha-Gehirnfrequenzbereich, wo wir komplett entspannt sind und meditativ. Und wo du ganz offen bist für positive Gedanken, für Veränderungen, für eine Vision der Zukunft. Jetzt so ganz leicht den Kopf nach oben und stell dir vor, dass du ein paar Zentimeter über dem Horizont, 20 Grad vielleicht über dem Horizont, eine riesig große Leinwand, nur so 3 Meter entfernt von dir. Ein bisschen aufwärts geneigt, aber nur so 2-3 Meter von dir entfernt, eine riesige Leinwand ist, die fast dein ganzes Blickfeld einnimmt. Und jetzt projizier auf diese Leinwand dein Traumleben, das, was du vorhin ausgearbeitet hast, und schau es dir an. Du schaust dir selber in diesem Traumleben zu, was du machst, wie du aussiehst. Du siehst deinen Gesichtsausdruck, die Leute um dich rum. Du siehst das, was du besitzt, dein Wohlstand. Du siehst das, was du bist. Schau dir einfach dein Traumleben ganz in Ruhe an. Du merkst, das Bild ist ein bisschen unscharf, nicht so klar. Fang an, ganz genau die kleinen Details zu beschreiben. Ein Ausdruck auf deinem Gesicht, Farbe der Haut, die Kontur und die Textur der Dinge, die du da siehst. Mach es immer klarer und klarer. Schau es dir einfach in Ruhe an. Ein anderes Detail aus diesem Film vor und beschreiben die ganzen
hier, die du siehst, merkst du, wie das Bild so richtig hell und nah und wunderschön ist. Jetzt stell dir vor, wie du dieses Bild und deine Vision, deinen Traum an Gott oder das Universum oder das Leben, so wie du es halt bezeichnest, abgibst. Also schicke dieses Bild, schicke das einfach in den Himmel, schicke das einfach hoch. In vollster Gewissheit, dass das Bild irgendwann zu dir gehört, dass es dein Bild ist. Und sag das, was du vorhin in der Primary Exercise auch gesagt hast. Sag Danke dafür. Sag Danke. Danke. Stell dir wirklich vor, wie das Licht von dieser Leinwand in den Himmel schießt. Du guckst dem Licht hinterher. Im vollsten Vertrauen, dass das dein Traumleben ist und dass es dir gehört. Und du bist dankbar. Zähle jetzt gleich von 10 runter und bei 0 machst du die Augen wieder auf und bist super entspannt und super relaxed, aber auch wieder komplett wach und erholt, wie nach einer Nacht von fantastischem Schlaf. Wirklich so richtig gutem Schlaf. Jetzt noch nicht, aber gleich, wenn ich bei 0 bin, machst du die Augen wieder auf und bist super entspannt und hellwach. 10, 9, 8. Du siehst immer noch das Licht, wie es von der Leinwand hochfliegt. 7, 6, 5. Atme tief durch. 4, 3, 2, 1, 0. Mach die Augen wieder auf. Du bist super entspannt. Du bist wieder im Hier und Jetzt. Du hast dein Bild gesehen. Dir geht's gut. Du bist fröhlich. Mich gerade fast selber wegmeditiert. Könnt ihr euch vorstellen, vielleicht eine offene oder eine rhetorische Frage rein, könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr solche Übungen, solche Dinge regelmäßig im Alltag integriert, regelmäßig, dass das eine Auswirkung hat auf eure mentale Gesundheit, auf euren Fokus darauf, was ihr wirklich wollt im Leben und auch auf das Vertrauen, das zu schaffen? Und könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass wenn ihr das regelmäßig macht, ich meine, ich sage das zu mir auch, wenn ich das regelmäßig mache, dass ich vielleicht immer mehr ein offenes Auge dafür bekomme, wo die Möglichkeiten sind, mich in diese Richtung auch vorzubewegen. Wo ich mich öffne dafür, Möglichkeiten wahrzumachen. Wo ich vielleicht auch Mut entwickle oder Zuversicht entwickle, mutig zu sein und darauf zuzugehen, Entscheidungen zu treffen, die mich nach und nach auch dahin bringen werden, wo ich hinkommen will. Könnt ihr euch das vorstellen, dass das funktioniert? Okay, das war von meiner Seite der erste Ausflug, der erste Einblick in den Giant. Und ich bin ganz gespannt, ich möchte jetzt gerne zum Schluss eine kleine Auswertung machen, nicht lang, aber einen kurzen Einblick haben, wenn ihr wollt, was für euch besonders interessant war, was ihr so gemerkt und gespürt habt und euch ganz viel Mut machen, auch die Übung von heute schon nach und nach immer mehr im Alltag zu integrieren, ein paar Sachen davon anzuwenden. Es muss nicht das ganze Paket, es müssen nicht die ganzen 1,5 Stunden sein, aber so die ein oder andere Methode, das ein oder andere, was dir wirklich gut getan hat. Und ich möchte auch Mut machen, dich entweder gleich oder morgen hinzusetzen und dir die Sachen, die du aufgeschrieben hast, nochmal durchzulesen, vielleicht sogar mit einem Textmarker und zu gucken, was kannst du da lernen? Was ist neu für dich? Was ist vielleicht ein Wegweiser für dich in der einen oder anderen Art und Weise? Und ich glaube, heute, zumindest wenn ich von mir rede oder dass die ein oder anderen hier Einblicke hier hatte, oder habe ich hier was gelesen? Nee, noch nicht. Ich glaube, wir sind heute schon irgendwie in Berührung gekommen mit unserem Sleeping Giant. Und das ist ein geiler Erfolg für die erste Kickoff-Session.